kommen wir zu Kapitel 4.5. Da geht es um vertauschbare Observablen und Kommutatoren. Was soll das sein? Wir erinnern uns ans letzte Mal. Da hatten wir gesehen, es gibt sowas wie Zustände, die Eigenzustände zu einem bestimmten Operator, der einer Messgröße zugeordnet ist, sind. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich das System in einem Zustand befindet, der kein Eigenzustand zu diesem Operator ist. Und wir hatten gesehen, im zweiten Fall, also wenn es kein Eigenzustand ist, dann kann man nicht mit absoluter Gewissheit vorhersagen, was für ein Messergebnis herauskommen wird. Und nun kann man sich überlegen, wenn ich jetzt zwei verschiedene Operatoren habe, was passiert eigentlich, wenn ich die nacheinander auf eine Wellenfunktion anwende? Und dann kann man sich überlegen, wenn diese beiden Operatoren gar nicht identische Eigenzustände haben, dann kann ich ja nie den Fall haben, dass meine Wellenfunktion ein Eigenzustand von beiden Operatoren ist. Und das führt zu sehr interessanten Eigenschaften, wie wir jetzt in diesem Kapitel sehen werden. 4.5, vertauschbare Observable und Kommutatoren. Dafür wollen wir uns eben anschauen, was passiert, wenn ich jetzt zwei Observable habe. Zwei Observable A und B. Und die können jetzt eine interessante Eigenschaft haben. Sie können vertauschbar sein oder nicht. Und was das heißt, wollen wir uns jetzt anschauen. Also sie heißen dann vertauschbar, wenn ihr Kommutator gleich 0 ist. Und was das ist, schreibe ich erstmal an und dann können wir darüber diskutieren. A und B heißen vertauschbar, wenn ihr Kommutator das sieht jetzt so aus, also es gibt den Operator, der zu meiner Observable A gehört und der Kommutator, der zu meiner Observable B gehört. Der Kommutator wird so notiert mit dieser eckigen Klammer und man kann sich das so vorstellen, diese Klammer soll bedeuten, ich habe diese Rechenvorschrift also einmal erst B auf die Wellenfunktion anwenden, dann A und im anderen Fall ist es andersrum. Und sie heißen vertauschbar, wenn das hier gleich 0 ist. Und wenn das nicht gleich 0 ist, dann nennt man diese beiden Observablen komplementär. Wenn dieser Kommutator ungleich 0 ist, sind es komplementäre Observable, ansonsten sind es vertauschbare Observable. Warum könnte das jetzt interessant sein? Naja, wir wissen ja, diese Observable bzw. diese Operatoren, die zu den Messgrößen den Observablen gehören, die hängen damit zusammen, was ich in meinem Experiment messen werde. Und da kann ich mir vorstellen, vielleicht spielt es eine Rolle, in welcher Reihenfolge ich das messe oder ob ich beides messen möchte oder nicht. Und das werden wir jetzt feststellen und können erstmal dazu aufschreiben, dass sich die Messungen von vertauschbaren Observablen gegenseitig nicht stören. Und warum ist das so? Na, wenn die beiden Observablen vertauschbar sind, dann haben sie ein gemeinsames Orthonormalsystem von Eigenfunktionen. Und wenn sie die gleichen Eigenfunktionen haben, dann ist die Eigenfunktion von A auch eine Eigenfunktion zu B. Das heißt, wir wissen ja, wenn ich einen Operator auf die Eigenfunktion anwende, kommt die gleiche Wellenfunktion wieder raus, mal einer Zahl. Und dann kann ich es mit dem zweiten Operator entsprechend auch die Rechenvorschrift ausüben und werde dann auch wieder eine Zahl mal die gleiche Wellenfunktion herausbekommen. Wenn das allerdings nicht so ist, dann verändert ja mein Operator die Wellenfunktion, also den Zustand meines Systems und dann werden wir sehen, dass da eben was anderes herauskommt. Also wir schreiben erstmal hier hin, die Messungen von vertauschbaren Observablen stören sich nicht.
Es gilt vertauschbare Operatoren haben ein gemeinsames Orthonormalsystem von Eigenzuständen. Kann man sich noch mal kurz zurückerinnern, es gab ja den Fall, dass es Entartung geben kann bei den Eigenzuständen eines Operators, und dann hatten wir zwei Videos vorher gesehen, dass dann Linearkombinationen dieser Eigenfunktionen auch wieder Eigenfunktionen sind. Deswegen muss man hier praktisch sagen, vertauschbare Operatoren haben ein gemeinsames Orthonormalsystem von Eigenzuständen, und wenn Entartung auftreten kann, ist es zumindest so, dass immer ein solches gemeinsames Orthonormalsystem von Eigenzuständen gefunden werden kann. Okay, und wenn man sich das jetzt hier anschaut, der Kommutator ist gleich 0 oder ist ungleich 0. Das wollen wir jetzt mal mathematisch zeigen, was das bedeutet, denn der Operator selber ist jetzt vielleicht noch nicht so aussagekräftig. Ich muss das Ganze auf eine Wellenfunktion anwenden und dann schauen, was rauskommt. Und das machen wir jetzt mal mit den beiden berühmtesten Operatoren, mit Orts- und Impulsoperator. Also wir nehmen den Kommutator vom Ortsoperator und dem zugehörigen Impulsoperator und wenden das Ganze jetzt an auf eine beliebige Wellenfunktion im Ortsraum. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Also das können wir schreiben als x px angewendet auf psi x minus px x angewendet auf psi x. Und was der Orts- und Impulsoperator sind, wissen wir ja schon. Also hierfür kann ich schreiben x mal h quer durch i d nach dx angewendet auf psi x minus h quer durch i d nach dx, hier steht x und hier steht psi x. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, also der Operator wirkt auf alles, was rechts von ihm steht. Deswegen muss man hier bei der Ableitung aufpassen, ich leite hier das alles ab. Und da sehen Sie dann auch gleich, dass der Unterschied entsprechend reinkommt. Also wir führen es mal aus. Hier steht dann, ich lasse den Ortsoperator erst nochmal stehen, h quer durch i. Hier steht einfach die Ableitung psi Strich von x. Und hier drüben steht minus h quer durch i mal psi von x minus plus x mal psi Strich von x. Was ich hier gemacht habe, ist, ich muss hier die Kettenregel anwenden und stelle fest, aha, einmal muss ich x ableiten, dann bleibt die Wellenfunktion übrig, und einmal lasse ich x gehen und dann bleibt hier die Ableitung der Wellenfunktion noch als zu berücksichtigender Term. Okay, und das kann ich jetzt ausmultiplizieren, und wenn ich das mache, also das ist gleich dem, das ist gleich dem, und wenn ich das hier ausmultipliziere, stelle ich fest, dieser Term hier kürzt sich mit dem hinteren Term weg. Denn da steht einfach h quer durch i, x mal die Ableitung der Wellenfunktion. Aber dieser Term hier, der bleibt übrig. Und da bleibt dann übrig minus h quer durch i, psi von x. Und da kann ich dann auch noch oben und unten mit i erweitern. Und dann steht dort i h quer psi von x. Und jetzt machen wir das, was wir immer machen, wenn es um Eigenwertgleichungen oder Ähnliches geht. Wir schauen einfach, was passiert mit der Wellenfunktion bevor und nachdem ich das Ganze angewendet habe. Und hier bleibt offensichtlich nicht 0 übrig, sondern Sie sehen, Operator auf die Wellenfunktion angewendet, ergibt diese Zahl hier mal die Wellenfunktion selbst. Das bedeutet, der Operator, der Kommutator x px ist nichts anderes als i mal h quer. Und das ist offensichtlich ungleich 0.
Und das bedeutet, Ort und Impuls sind komplementäre Observable und nicht vertauschbare Observable. Wir können uns das auch nochmal allgemein hinschreiben, ohne jetzt explizit alle durchzurechnen. Wenn ich zwei Ortskoordinaten nehme, dann stelle ich fest, da kommt immer 0 raus. Also wenn ich eine Wellenfunktion in drei Dimensionen habe und ich würde gerne den Ort x und die Komponente z des Ortes bestimmen, dann ist das gleichzeitig mit exakt gleicher Genauigkeit möglich. Die sind vertauschbar. Da kommt nämlich 0 raus, wenn man das ausrechnet. Das bedeutet, die sind gleichzeitig exakt messbar. Wenn ich mir den Impuls anschaue, dann ist es ganz entsprechend. Also die x-Komponente des Impulses und die y-Komponente kann ich gleichzeitig messen. Genauso ist es mit px und pz und auch py und pz. Da kommt auch 0 raus, das heißt auch den Impuls kann ich in seinen Einzelkomponenten gleichzeitig exakt messen. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel die x-Komponente und den Impuls in z-Richtung messen möchte? Auch das geht. Also wenn ich sowas habe wie x und eine beliebige Impulskomponente pj, dann kommt hier auch 0 raus, allerdings nur für j gleich y oder z. Für j gleich x nicht, weil dann haben wir in diesem Fall hier das IH quer rauskommt. Also auch das ist gleichzeitig exakt messbar. Aber, und das ist das Entscheidende, das, was wir gerade ausgerechnet haben, und da gilt genau das Gleiche auch für die y-Komponente und den zugehörigen Impuls oder auch für die z-Komponente mit dem zugehörigen Impuls. Das sind komplementäre Observablen und das ist in dem Fall hier IH quer und das ist ungleich 0 und deswegen sind die nicht gleichzeitig exakt messbar und die beiden Variablen nicht vertauschbar. Und vertauschbar heißt eben, dass es keine Rolle spielt, welche der beiden Operatoren ich zuerst anwende. Denn was bedeutet das, wenn AB minus BA gleich 0 ist? Na, dass AB angewendet genau das gleiche ergibt wie BA angewendet auf die Wellenfunktion. Wenn wir uns das hier anschauen und das Ergebnis, das wir gerade für x und px erhalten haben, dann können wir daraus schließen, dass der Ortsoperator und der Impulsoperator keine gemeinsamen Eigenzustände haben. Wir aber gesehen, nur bei Eigenzuständen zu dem jeweiligen Operator ist klar, was in meiner Messung herauskommen wird. Das heißt, es gibt überhaupt keine Wellenfunktion, bei der sowohl klar ist, welchen Ort und welchen Impuls ich vorliegen habe, denn dann müsste die Wellenfunktion ja ein Eigenzustand zu den beiden Operatoren sein und die haben gar keine gemeinsamen Eigenzustände. Das bedeutet, es gibt keine wohl definierten Werte, wenn beide gemessen werden. Okay, wenn es keine wohldefinierten Werte gibt, das ist natürlich jetzt erstmal unbefriedigend. Also ich kann nicht sagen, was der Ort und was der Impuls meines Teilchens ist. Zumindest kann ich das nicht mit beliebiger Genauigkeit sagen. Und dann muss es irgendeine Größe geben oder irgendeine Beziehung, die mir sagt, wie gut kann ich es denn wissen?
Und da kommt die berühmte Unschärferelation ins Spiel. Zwei Observable A und B erfüllen nämlich folgende allgemeine Unschärferelation. Für zwei Observable A und B gilt die allgemeine Unschärferelation. Wie sieht die aus? Also ich habe eine Unschärfe, das ist genau die Streuung, die wir in der letzten Vorlesung kennengelernt hatten, bezüglich A. Und ich habe auch eine Unschärfe für B. Und das Ganze ist größer oder gleich 1/2 mal der Betrag des Erwartungswertes des Kommutators von A und B. Das ist die allgemeine Unschärferelation. Sie sehen also größer gleich, also ungenau messen geht immer, aber es gibt ein unteres Limit, wie genau Sie die Messwerte von A und B bestimmen können. Und was bedeutet das jetzt für unseren Ort und unseren Impuls? Das können wir einfach mal einsetzen. Für Ort und Impuls ergibt sich jetzt was? Machen wir hier mal, wir wissen ja, x, px, dieser Kommutator her, ist ih quer. Das können wir hier einsetzen. Der Erwartungswert einer Zahl ist einfach die Zahl. Also der Erwartungswert von ih quer ist ih quer. Und das Betragsquadrat von ih quer ist einfach h quer. Also die imaginäre Einheit fällt dann weg. Und dann kommen wir auf die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation. Die sieht dann so aus, Delta x mal Delta px ist größer bzw. gleich h quer halbe. Das ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Bedeutet das? Na, Position und Impuls eines Teilchens können nicht mit beliebiger Genauigkeit gleichzeitig bestimmt werden. Das geht einfach nicht, wie man an dieser Formel sieht. Wenn die eine Ungenauigkeit sehr klein wird, muss die andere sehr groß sein, denn es ist ja durch dieses größer Gleichzeichen vorgegeben, was die untere Grenze für diese beiden Ungenauigkeiten hier ist. Also Position und Impuls eines Teilchens. Gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit angegeben werden. Ganz wichtig, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass unsere Messapparaturen zu schlecht wären. Also es ist kein technischer Mangel, sondern das ist tatsächlich etwas, das der ganzen Quantenmechanik zugrunde liegt. Praktisch ein Grundprinzip, das man nicht überwinden kann, das gilt einfach immer. Das ist nicht technische Unzulänglichkeit, sondern eine prinzipielle Eigenschaft.
da können wir uns auch mal überlegen, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Was ist das hier für eine Gleichung? Delta x mal Delta p größer gleich h quer halbe. Wenn ich mal sage, Delta x und Delta p wären meine Koordinaten, dann ist das praktisch eine Hyperbel. Also das sieht dann so aus, wenn ich hier Delta px auftrage und hier Delta x, dann habe ich eine Kurve, die verläuft so. Das wäre genau die Kurve Delta x mal Delta p ist h quer halbe. Und ich komme nie drunter, weil es ist ja größer gleich h quer halbe. Das heißt, Sie können irgendeinen Wert, irgendeine Ungenauigkeit in Ihrer Messung haben für den Ort. Nehmen wir mal an hier, dann wäre das hier die kleinste mögliche Ungenauigkeit für Ihre Impulsmessung. Es ist nicht möglich, unter diese Kurve zu kommen. Wie gesagt, schlechter messen geht immer. Also der Bereich hier oben, der ist für die Messungen zugänglich, aber den Bereich hier unten, sehr genau wissen, was der Ort und der Impuls des Teilchens ist, den kann man nicht erreichen. Und es gibt in der Quantenphysik auch sowas wie gequetschte Zustände oder so. Also da versucht man, auf dieser Kurve hier im Wesentlichen irgendwie entlang zu laufen, aber man kommt nie unter diese Kurve hier drunter. Und Sie können sich jetzt auch überlegen, was passiert denn, wenn ich ein Teilchen habe, das ich in einen sehr, sehr, sehr kleinen Bereich eingrenze. Zum Beispiel, ich habe ein Elektron, das gefangen ist in einer Mikropore oder sowas. Dann hätte ich eine sehr kleine Ungewissheit des Ortes. Also ich wüsste sehr genau, wo mein Teilchen ist. Wäre ich also irgendwo in diesem Bereich hier. Das heißt, ich kann gar nicht wissen, welchen Impuls das Teilchen hat. Das heißt, ich habe eine große Ungewissheit, welchen Impuls das Teilchen haben kann. Und das werden wir später dann sehen. Das ist dann auch entscheidend, welche Energieniveaus überhaupt zugänglich sind. Zum Beispiel, wenn ich die Bewegung meines Teilchens einschränke in einem Kasten, in einem harmonischen Potential oder in was Ähnlichem. Dazu noch zwei kurze Beispiele. Wir machen mal den Extremfall, dass ich ein Teilchen hätte, von dem ich genau weiß, welchen Impuls es hat. Ein Elektron mit genau definiertem Impuls. Wenn ich genau weiß, was der Impuls ist, hätte ich praktisch eine Ungenauigkeit, eine Streuung Delta Px gleich 0. Und wenn ich den Impuls ganz genau kenne, dann erinnern wir uns an die de Broglie-Wellenlänge, dann kann ich mir auch eine Wellenlänge ausdenken oder beziehungsweise ermitteln, die Wellenlänge, die zu diesem Elektron dann gehören würde, die wäre einfach Lambda ist h durch Px. Und die wäre auch genau definiert, denn wenn ich den Zahlenwert für Px ganz genau kenne, dann kenne ich auch die Wellenlänge exakt. Okay, und das heißt, die Wellenfunktion, die mein Elektron dann beschreiben würde, wäre eine Welle, die exakt eine Wellenlänge hat. Und was ist eine monochromatische Welle? Die sieht so aus. Also es ist eine unendlich ausgedehnte Welle, die genau eine Wellenlänge hat. Ja, und wo ist jetzt das Teilchen? Die Welle dehnt sich ins Unendliche nach minus unendlich als auch nach plus unendlich immer gleich aus. Die Amplitude ist überall gleich. Sie multiplizieren das dann noch mit dem Sinus, aber wenn Sie dann ein Betragsquadrat davon bilden, stellen Sie fest, für jeden Raumbereich ist die Wahrscheinlichkeit gleich. Das heißt, Sie können überhaupt nicht sagen, wo das Teilchen ist. Und tatsächlich wäre für dieses Extrembeispiel dann Delta x gleich unendlich. Das heißt, Sie wissen zwar ganz genau, welchen Impuls mein Elektron hat, aber Sie können überhaupt keine Aussage mehr darüber treffen, wo ist es. Denn für jeden Raumbereich ist die Wahrscheinlichkeit gleich groß. Ein anderes Beispiel, das wir machen wollen, ist, wir schauen uns mal an, was passiert denn eigentlich bei einer Beugung am Spalt. Also ich habe jetzt mein Elektron als Welle und möchte das an einem Spalt beugen. Ich male mal das Bild hin. Also wir haben Beugung am Einfachspalt. Wie sieht das aus? Also hier soll mein Spalt sein. Der Spalt hat hier eine bestimmte Breite d.
Also das wäre das hier, die Spaltbreite. Und in einem gewissen Abstand hier messe ich dann das Interferenzmuster. Der Abstand hier soll wieder die Länge L sein. Und nun können wir uns überlegen, wie denn das Beugungsexperiment aussehen wird. Dazu brauche ich mal Farbkreide. Also hier käme unsere Welle. Ich male mal hier wieder nur die Wellenberge hin. Die kommt von hier so angelaufen, wird jetzt hier gebeugt und dann sehe ich da hinten ein Interferenzbild. Und das Beugungsbild am Einfachspalt, das sieht so aus. Also ich habe hier sowas in der Art. Also ich werde dann praktisch mit hoher Wahrscheinlichkeit mein Elektron in dem Bereich hier messen, in diesem Bereich hier praktisch mit der Wahrscheinlichkeit 0 und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch in diesen Außenbereichen hier. Das ist das Beugungsbild, das ich da habe. Und jetzt kann man sich da auch ein bisschen überlegen, kann ich das auch interpretieren mit Hilfe von diesen Ungenauigkeiten bezüglich Ort und Impuls. Und das wollen wir mal machen. Also wir wollen uns überlegen, wie hängen denn hier die verschiedenen Größen miteinander zusammen. Also was wir uns anschauen ist diesen Punkt hier, das ist das erste Minimum auf beiden Seiten und den Abstand hier, den nennen wir mal A. Und wir definieren das jetzt einfach mal als unsere Unschärfe hier. Also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit messe ich das Elektron hier in dem Bereich und außerhalb davon praktisch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. So, und mein Teilchen kommt von der Richtung mit einem Impuls P. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie dieses Beugungsexperiment abläuft. Also hier wäre die gerade Linie und hier hätte ich ja Beugung unter einem Winkel Alpha. Und jetzt müssen wir uns überlegen, unter welchem Winkel tritt hier das Minimum auf. Das ist jetzt kein Doppelspaltversuch, sondern ein Einfachspaltversuch. Und das erste Beugungsminimum beim Einfachspalt sieht jetzt so aus. Das haben wir nämlich genau dann, wenn praktisch der Ausgangspunkt unten am Spalt und der Ausgangspunkt oben am Spalt genau zu einem Gangunterschied von Lambda halbe führen. Das heißt, ich habe hier dann d Sinus Alpha 1 gleich Lambda. Und dann können wir uns noch was überlegen. Wir können ja auch Folgendes noch überlegen, weil A sehr viel kleiner ist als L, also dieser Abstand sehr viel kleiner als der Abstand L, den ich hier zwischen dem Schirm und dem eigentlichen Spalt habe, können wir jetzt folgende Beziehung uns anschauen, also Tangens Alpha ist A durch 2L und das ist ungefähr Sinus Alpha. Das ist die Kleinwinkelnäherung, also Tangens und Sinus sind für sehr kleine Winkel sehr ähnlich. So, und jetzt wollen wir eine Abschätzung machen, wie genau weiß ich, wo mein Teilchen durchgegangen ist. Und die Abschätzung machen wir jetzt folgendermaßen. Also die Ungenauigkeit, wie mein Teilchen durch den Spalt durchkommt, ist ungefähr halbe. Und wie sieht es bei der Impulsunschärfe aus? Nun, mein Teilchen kommt ja mit einem Impuls P, der hier waagrecht eingezeichnet ist, an und danach ist es hier mit einem Impuls, das eben von dieser Linie abweicht, vielleicht ein bisschen nach oben oder so unterwegs. Das heißt, ich habe eine Impulsunschärfe, die ich einfach auch wieder aus so einem Dreieck hier P und Delta P abschätzen kann. Wie gesagt, das sind ja nur grobe Abschätzungen. Und das ist dann ungefähr P mal Sinus Alpha, wie man an dem Dreieck dann abschätzen kann. Und das setze ich jetzt mal ineinander ein und bilde daraus das Produkt von Delta X mal Delta P in dieser groben Abschätzung. Das ist dann ungefähr d halbe mal
P Sinus Alpha. Was schreibe ich für P Sinus Alpha? Für P Sinus Alpha kann ich jetzt schreiben P mal Lambda durch D. Warum das? Das kommt hier aus diesen Beziehungen hier raus. Also Sie sehen hier Sinus Alpha, D Sinus Alpha gleich Lambda. Das setze ich hier ein. Und für P kann ich jetzt wieder die de Broglie-Wellenlänge einsetzen. Das heißt, ich kann hier auch schreiben, das ist D halbe mal H durch Lambda mal Lambda durch D. Dann kürzt sich das Lambda schon mal raus, das D kürzt sich raus und dann kommt hier raus H halbe. Das ist nur eine grobe Abschätzung, aber man kann daran auch erkennen, dass ich auch solche Beugungsexperimente mithilfe der Unschärferelation abschätzen kann. Und es ist nur eine Abschätzung, weil wir einfach mal definiert haben, unsere Unschärfe hier in der Richtung wäre von dem Minimum bis zu dem Minimum. Und die Unschärfe, wo das Elektron durch den Spalt durchtreten würde, ist d halbe. Das sind alles nur grobe Abschätzungen. Man kann es auch exakt durchrechnen. Und wenn man es genau berechnet mit dem kompletten Interferenzmuster, kommt tatsächlich h quer halbe heraus. Also das ist nur eine Abschätzung. Genaue Betrachtung mit dem gesamten Interferenzmuster. Liefert auch hier H quer halbe als Unschärfe für das Produkt Delta X, Delta P oder als untere Grenze, die man hier eben hat. Okay, welche Konsequenzen hat jetzt die Heisenbergsche Unschärferelation? Das sieht ja jetzt alles sehr akademisch aus, aber was bedeutet das jetzt für meine Messungen? Also, ich kann, wenn ich mikroskopische Teilchen habe, eben nicht gleichzeitig Ort und Impuls bestimmen. Das können wir uns mal hinschreiben. Konsequenzen aus Heisenbergscher Unschärferelation. Ort und Impuls nicht mehr exakt vorhersagen kann, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn mehr, dieses klassische Modell, dass ich eine Trajektorie habe, wo ich für jeden Punkt genau Geschwindigkeit und Ort des Teilchens kenne. Das macht gar keinen Sinn mehr, sowas zu verwenden. Also klassische Bewegungsgleichungen können mikroskopische Teilchen nicht exakt beschreiben. Weil das nicht geht, ist zum Beispiel auch das Bohrsche Atommodell so nicht korrekt, weil das nimmt ja diskrete Bahnen an, also praktisch, wo sich das Elektron auf wohldefinierten Kreisen bewegt und einen wohldefinierten Impuls hat, das geht eben gar nicht. Also daher ist auch das Bohrsche Atommodell mit diskreten Bahnen und Impulsen falsch. Das
das gilt natürlich auch für sehr kleine, also prinzipiell gilt es für alle Teilchen. Wir werden bloß feststellen, nur für mikroskopische Teilchen tritt das wirklich in Erscheinung. Denn wir werden auch eine Übungsaufgabe dazu machen, wo wir abschätzen, was passiert zum Beispiel, wenn ich einen Tischtennisball habe oder so und möchte da sehen, was wäre hier aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation die Ungenauigkeit meiner Orts- und meiner Impulsbestimmung. Und dann sehen wir, das wird da nie eine Rolle spielen und ist gar nicht messbar. Allerdings für mikroskopische Teilchen eben schon. Es gibt noch eine andere Konsequenz, also wenn die klassischen Bewegungsgleichungen gar nicht ausreichen oder gar nicht adäquat sind, um mikroskopische Teilchen zu beschreiben, dann brauche ich irgendwas anderes. Also ich brauche eine neue Gleichung, die ich dazu nutzen kann, um die Bewegung von mikroskopischen Teilchen zu beschreiben. Und diese neue Gleichung, die erforderlich ist, die muss auch berücksichtigen, dass meine Beschreibung eben den Wellencharakter hat. Also wir brauchen eine neue Gleichung. Ist eine neue Gleichung erforderlich? Die Bewegung beschreibt. Und den Wellencharakter auch mit umfasst. Und diese neue Gleichung, das ist das, was wir in der nächsten Vorlesung kennenlernen werden. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Das ist die grundlegende Gleichung der Quantenmechanik, wo eben genau die Bewegung mikroskopischer Teilchen mithilfe von Wellenfunktionen beschrieben werden kann.